Ein Regenbogengummi. Und so überwand Mike und sein Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gen Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Diese verreiste Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Wir sind schon so weit gelaufen. Pika sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt. Und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Brrr, ist das kalt. Und überall nur Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Und seit einer Weile scheint sich die Gegend hin nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Du, Mike, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einöde gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nur aus uns werden? Uns passiert schon nichts. Ja, du hast recht. Uns ohne den Kopf zu zerbrechen hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bisher geschafft. Wir haben Lavados besiegt. Arktos auch. Zapdos von der Weile auch. Tut mir leid, Mike. Das war wohl ein Anflug von Selbstmitleid. Ich glaube an dich und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Mike. Ich gehe, wohin du gehst. Oh, süß. Pika vertraut mir bedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Was? Was war das? Ich spüre irgendwas. Mir wird auf einmal so schwindelig. Mike? Ich sehe nicht gut. Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Pika? Nein, Pika klingt anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Es ist Gardevoir. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Gardevoir! Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch... wie... Hä? The fuck? Mike, was ist los? Mit wem redest du? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stück. Warum guckt Pikachu immer in die Richtung? Er führt in eine zerklüftete Berglandschaft, die vom Klärberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt Vulnuna. Vulnuna? Ja, er erwartet dich bereits. Ist wohl ein junges Schattenmädchen, wie ich immer dachte. Aber sei vorsichtig. Nein, warte! Hey, Mike. Ich mach mir Sorgen. Was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Das heißt, hier werden wir auf Vulnuna treffen. Vielleicht können wir alles wieder gut machen, was wir früher als einen bösen Mensch getan haben. Ah, das war es also. Gardevoir ist dir erschienen und deshalb hast du es so verblüfft ausgesehen. Aber das heißt ja, dass es sich bei Vulnuna nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert also tatsächlich. Und es befindet sich oben auf dem Gipfel. Mike. All die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um herzukommen, sie waren nicht umsonst. Wir werden endlich Vulnuna treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich diese üblen Verdächtigungen gegen dich entkräften. Ist das nicht fantastisch, Mike? Punkt, Punkt, Punkt oder Punkt, Punkt, Punkt? Warum ist dieser Punkt da im Hintergrund so blurry? Hör mal, Mike. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Vulnuna hast.
Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der Gardevoir im Stich gelassen hat? Ich wette, dass dir dieser Gedanke ständig im Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein sollst. Warum bist du dir da so sicher? Du fragst dich, warum? Nun ja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau, warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf, ich hatte damals schon immer in deiner Gegenwart so eine Vorahnung. Es ist schon komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Mike, geben wir alles. Alles klar. Dun, 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 dun. Bist du bereit? Ja. Okay, Schneefahrt oder Klirrberg? Schneefahrt waren wir ja schon, deshalb gehen wir direkt zum Klirrberg. Gut, auf geht's. Der Gipfel erwartet uns. Klirrberg E1. Was kann Absol eigentlich alles? Guck mal, welchem Level der ist. Der ist ja viel höher als wir. Normalerweise ist er auf so einem, auf dem Level von sich selbst. Das wird dann wohl bedeuten, dass wir underleveled sind. Was auch stimmt. Also zumindest underleveled. Und dann ist es halt etwas schwerer. Team Info. Was kann denn Absol alles? Bis Ruxoki Verfolgungsschlitzer. Ja, warum nicht? Ich muss kurz bei Bisasam einstellen, dass du alle Attacken machst. Warum sollte man eine Attacke ausschalten? Jetzt momentan wäre das noch nicht so klug. Erst für Rekrutieren wäre das was. Aber Absol ist ein Typ normal Unlicht, oder? Typ normal Unlicht, glaube ich. Richtig? Steht das da nicht, welchen Typ das ist? Es ist Unlicht, normal. Nur einfach nur Unlicht, okay. Ja, okay. Ja, komm, Pikachu, reicht. Lass das Mundtier in Ruhe. Komm, Pikachu, reicht. Theoretisch könnte ich ja jetzt auch wieder die Linkbox benutzen und das. Ah, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Na egal, wie auch immer. Komm. Lass das Yugong da. Oder Yurop. Was? What? Der Aufruhr geht so weit? Das ist mir neu. Okay. Ach, das Spiel macht richtig Spaß. Es macht so viel Spaß, das Spiel. Hat auch früher Spaß gemacht und es macht immer noch Spaß. Feuerberg war nur kein Spaß, aber... Ich war ja auch underleveled. Ist ja irgendwie zum Teil auch meine Schuld, to be honest. Ein Sengo. Eins meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Ich finde es einfach vom Design her geil. Ja, wirklich. Ich mag es einfach nur so sehr wegen dem Design. Ich finde es einfach cool aussehend. Und nein, es liegt nicht daran, dass es ein M auf dem Bauch hat. Es ist nur Teil des coolen Aussehens. Aber nicht der Hauptteil. Es sieht einfach cool aus. So eine coole Raubkatze einfach. Ja. Ich weiß aber Leute, was glaubt ihr denn, was jetzt gleich passieren wird, wenn wir bei Volnuna ankommen? Aber wenn uns Gardevoir doch begegnet, Gardevoir wird doch bestimmt das Gardevoir gewesen sein. Also alles sieht so aus, als wäre es kein Zweifel, dass wir diese Person sind. Es gibt doch nicht einen zweiten Menschen, der genau so ist wie wir. Aber wenn doch, könnte es dann sein, dass wir den vielleicht besiegen müssen? Einen Menschen besiegen? Wollen wir das? Wir machen uns darüber lieber mal keine Gedanken. Vielleicht ist es ja alles nur ein Missverständnis. Vielleicht gibt es die Legende gar nicht. Vielleicht gibt es halt nur das Volnuna und... Volnuna sagt dann was? Nie gehört von Legende. Und dann sind alle wieder normal und so. Man kann ja hoffen, richtig? Naja, wir werden es sehen. Noch in dieser Folge werden wir bei Volnuna ankommen. Deshalb... Mal schauen. So, alle da drauf bitte. Danke. Und weitergehen.
Komm, ich will bewegen, jetzt Europe kämpfen. Bam! Zugabe, oh. Zugabe kann gefährlich werden. Gefährlich werden, so rum. Da oben sind ganz viele Items, da würde ich gerne hin. Was? Aufruhr. Aufruhr ist in diesem Spiel anscheinend eine sehr gute Attacke. Ja, aber wir lassen uns davon nicht klein kriegen. Was? Nassmacher. Oh nein, da kommen wir nicht lang. Wir brauchen dafür ein Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon können nämlich über Wasser laufen. Feuer-Pokémon können über Lava laufen. Und sowas wie Mangetino hat einfach Schwebe. Kann einfach überall durch. Es schwebt einfach alles überall drüber. Unser Mangetino ist sogar richtig geil, weil es kann nicht nur Schwebe, sondern es kann einfach auch Wände zerstören. Und das ist mir persönlich neu, dass man sowas kann. Vielleicht gab es das früher auch schon, aber das weiß ich nicht. Was ist das für eine? Plosivsamen. Ja, sind ja keine starken Pokémon hier. Wir nehmen halt viel Damage, aber dafür teilen wir auch umso mehr aus. Deshalb passt das schon. Hier oben ist bestimmt die Treppe. Oder? Ich vermute mal. Bam! Crit! Er lebt noch. Ey, hau mal ab, du! Oh, oh Gott. Okay. Zack, push, push. Na, komm her. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren, Absol. Ja. Zack. Hier ist es nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Verdammt. Ich verdamm euch. Verdamm. Okay, sorry. Bam. Da geht er down, da geht er down. Da ist noch ein Samen. Da wollen wir gerne hin. Oh, yeah. Schlafsamen war es. Okay. Ignorieren, ignorieren. Ja, ja. E5. Oh, oh. Ein Sengo. Ja, gib mir mal eine Sinelbeere. Danke, Pikachu. Oh, da oben ist ein Shop. Seht ihr das? Das ist ein Kekkelon-Shop. Eine Hungerfalle. Och, nö. Das ist doch einfach gemein. Das hat bestimmt Kekkelon aufgestellt. Damit ich bei ihm Äpfel kaufe. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich mach's sogar. Hey, Sengo sieht so cool aus. Aber den esse ich erstmal. Nom. Was haben wir hier? Mini-Belebersamen. Doch, warte, die will ich kaufen. Nein. Verdammt. Ich will gucken, was wir für Items haben. Haben wir überhaupt einen Apfel? Ja, wir haben einen Apfel. Was ist das hier? Ach, brauchen wir nicht. Okay. Ja, mach mal. Ja, kaufen wir. Passt. Ciao. So, weiter. Oh nein, da kommt ein Pokémon auf mich zu. Bam. Nassmacher. Attacken von Typ Feuer werden geschwächt. Ja, ja, ein Feuer-Pokémon hat es ja auch nicht unbedingt einfach. Denn hier gibt es nicht nur Eis-Pokémon, sondern auch, beziehungsweise Eis-Pokémon können so gut wie immer auch Wasserattacken lernen. Pikachu wird endlich Level 20! Yeah! Ja, aufgestiegen! Ja, da würde ich mich auch freuen. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann wollen wir da lang. Nicht da drauf treten wollte. Nicht da drauf treten, danke. Na 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 na. Du. Oh, hier ist die Treppe, zum Glück. Das ist ein Tanzer. E6. Hätte ich doch nur... Ah, verdammt. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Anfang viel zu schnell vorbeiging. Dass der... Oh, ein Pupika, lol. Dass der im Original viel länger war. Dass man da viel, viel mehr Missionen erstmal machen muss, bevor es weiterging. Level 24, nice. Ich hatte irgendwie zwei Tage lang Missionen gemacht und das war's schon. Ich habe das Gefühl, das ist hier viel kürzer. Da haben wir normale Samen. Ich wusste, wir haben immer noch normale Samen. Und Palim Palim. Das Vieh ist lustig. Bam. Gillit. Gillit.
Bam! Bam. Nice. Oh nö. Ich wollte gerade sagen, im Wasser kann ich nicht stehen. Das wäre jetzt schlecht, wäre ein Softlock, du. Taubsamen. Ach, Versteinerung ist so. Ah, mag ich nicht. Was? Ah! Nice! AP-Heilkraft hat gewirkt von Absol. Dankeschön. Ja, Absol ist jetzt auch in unserem Team, Leute. Wir haben jetzt 4 Teammitglieder. Leider können wir aber bisher nur 3 haben, denn wir müssen erstmal unseren Rang erhöhen. Bevor wir mehr als 3 Pokémon mitnehmen können. Das heißt, wenn wir wieder die Chance dazu haben, sollten, wir wissen ja noch nicht, dann müssen wir auf jeden Fall da mehr Aufträge machen. Damit wir dann Absol auch mitnehmen können. Ne, da waren wir schon, da müssen wir nicht lang. Oh, hi, tschüss. E7! Oh Gott. Ah, so eine lange Ebene, die gibt's auch öfters. Die sind cool. Die gab's auch im Original immer. Die sind cool, weil da sind sehr oft nämlich dann direkt alles, was man braucht. Unter anderem die Treppe. Ja, keiner Push, aber ich weiß nicht, ob der auch in der anderen Ebene zählt. Nein, tut er nicht. LOL. Nehme ich gerne an. Was? Okay. Da stand jetzt irgendwie nicht, was wir Attacke einsetzen. Hm. Als ob ich direkt schon die Treppe ist. So viel Glück hatte ich sonst auch immer, aber in anderen Dungeons. In diesen noch nie. Finde ich aber gut. E10. Ja, dieser Dungeon, der kann manchmal etwas langatmig werden, kann ich euch sagen. Bam! Ja, ich weiß, ihr wird hungrig. Oh nein, nicht Gena. Pikachu wird einschlafen. Macht die nächste Runde. Komm schon, nehmen die Seelenbeere. Ah, Pikachu schläft, ich wusste es. Ja, die sollten wir schon mitnehmen, die Seelenbeere. Packen wir dafür was immer weg. Pikachu, bitte wach auf. Pikachu, bitte. Okay. Pikachu ist wach. Weiter. Oh, hier ist ein Pupita. Das entwickelt sich ja zu einem Despotter. Und ich weiß zwar nicht, wie sich ein Pupita zum Despotter entwickelt, aber wenn es ein Despotter ist, und ich bin auch bei fast tot, dann ist schon... ne? Dann wird es schon ziemlich schwer, das Spiel, du. Oh, das ist ein Samen. Und ein Apfel. Sollten wir immer... Ich kann ihn direkt essen eigentlich. Essen wir. Was ist das hier? Plosivsamen, die sind immer gut. Weil, warum nicht? Dafür packen wir mal eine Schlafsame weg. Weil, warum nicht? Du. Oh, Sondersensor. Hau mal ab, du. Weiter geht's. E11. Und da ist schon direkt die Treppe. Nice. E12. Und da ist schon direkt die Treppe. Hm, schade. Hätte ja sein können. Wie hieß das Ding? Kurtel, glaube ich. Nee, nicht Kurtel. Was glaube ich Kurtel? Das war ein ganz anderes Pokémon, nämlich dumm. Wie hieß denn das? Draschel. Ach so, Draschel. So, was wird das denn? Ich hab's vergessen. Was? Sandsturm. Ein wilder Sandsturm tobt. Alle Pokémon, die nicht vom Typ Boden, Gestein oder Stahl angehören, leiden stetig Schaden und so. Ja, also wir kriegen jetzt die ganze Zeit Damage hin und wieder. Ja, ja. Das ist aber nichts Neues. Ein Wablu haben wir hier. Und ein Pupita verfolgt uns. Schnell weg. Komm schon, du bist effektiv gegen das Ding, Pikachu. Weg hier. Einen Top-Ether, den sollten wir mitnehmen. Was packen wir denn dafür weg? Eine Linkbox. Und einen davon können wir ja schon mal benutzen. Während ihr das Ding da killt. Nice. Wer soll's denn trinken? Ich oder du, Pika? Na, ich würde sagen, ich trink's. Ja, ich trink's mal. Weitergehen. E13. Das ist aber ein ziemlich großer Klörberg. Es ist Kalt und Hagelt. Alle, die nicht vom Typ Eis sind, kriegen stetig Schaden. Aber nicht nur wir, sondern auch Gegner, die nicht vom Typ Eis sind. Das ist immer so gewesen. Das ist zumindest der eine Vorteil davon. Und ich sollte vielleicht weggehen, weil ich bin low on health. Ich sollte vielleicht eine Sinelbeere essen, du.
Komm, von hier an wird es ruhig schwieriger. Was hat er gesagt? Egal. Alles absolut überhaupt männlich? Haben Pokémon in diesem Teil überhaupt Geschlechter? Das weiß ich gerade gar nicht. Ob die Geschlechter haben. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube nur ich und Pikachu können Geschlechter haben. Was dann nur Texte ändert und mehr nicht. Also Pikachu ist eine der wenigen Pokémon, die sich dann äußerlich auch beändern würde. Habe ich euch ja in Folge 1 erzählt. Oh, hier sind richtig viele Items. Eine... Yo, Hyperstrahl! Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, du. Was ist das da unten? Sparbandana. Setzt deinen Träger in den Attacke ein, verbraucht er dafür manchmal keine AP. Die können wir zur Sicherheit mal mitnehmen, würde ich sagen. Gehen wir links weiter. Was? Ich werde gleich ohnmächtig. Okay, da esse ich kurz eine Sinnelbeere. Da kommt ein Mundtier. Nee, nicht Mundtier, Letaking. Oder? Ist doch Letaking, ne? Ja, ist Letaking. Okay. Kann mich doch noch drin erinnern. Yes. Komm, wir müssen hier schnell weg. Wir verlieren stetig Leben. Schnell weg hier. Nein, nach oben. Oder nach links. Ja, hier, Pika. Da ist ein Pokémon. Verdammt. Oh Gott, wie es laggt. Die ganzen Effekte. Ich spule hier ganz viel vor. Oh Gott, es laggt aber mega. Ey, nein. Ich werde sterben. Ich werde einen Belebersamen benutzen müssen. Mhm. Obwohl noch nicht da unten können wir nicht lang. Merke ich gerade. Absol. Ja, okay. Können wir beide machen. Brim, brim. Auf dich ist immer verlassen. Heidraschel. Bam. Energiefokus. Oh, das ist mir egal. Bam. Hehe. Oh Gott. Das ist mir vielleicht nicht egal. Wie gesagt. Okay, sein Attacke hätte zwar verfehlt, aber trotzdem. Egal. Reiter. Bam, bam, bam. Beeilung. Verdammt. Ich muss kurz ein Ding nehmen. Dann gehen wir hier oben lang. Das macht mehr Sinn, hier oben lang zu gehen. Was? Achso, AP wurden vorgefüllt. Das ist gut. Na, 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 na. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Da. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Nur noch dieser Gegner. Und dann. Mal gucken. Gibt's noch ein E14? Was stimmt, oder? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja. E14. Oh. Hi, Draschel. Kannst du bitte gehen? Nein? Okay. Mini-Belebersamen bitte. Zack. Und bam. Soweit ich weiß, wurden immer Belebersamen benutzt. Aber jetzt, wo man ja auch random einfach Leute rekrutieren kann, haben die es wahrscheinlich geändert. Momentan geht es natürlich nicht, weil wir die ja schützen wollen und das wäre dann ja nicht so gut. Da haben wir einen Apfel. Den esse ich mal. Nom. Und weiter geht's. Oh Gott, die schlafen gleich zwei, aber guck mal, wie die schlafen. Ich finde es immer so lustig, wie die schlafen. Und der andere ist nicht aufgewacht, das ist gut. Nice. Aber der andere wird jetzt aufwachen, oder? Nee, noch nicht. Okay. Bam, Tagedieb. Oh oh. Weg mit dir. Warum hat er denn X? Was heißt das? Weg mit dir, hau ab. Ah, AP-Heilung hilft. Dankeschön. Wir können auch schon den Samen essen. Eine Runde verschwenden damit. Geil. Epic. So, was haben wir hier? Noch ein Letaking. Das ignorieren wir diesmal. Pikachu. Ja, okay. Oh, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Weiter, weiter, weiter. E15. Guck, ob wir das noch in dieser Folge schaffen. Oh, was? Oh nein, ich hagel. Ihr seid doch blöde. Bingham.
gut, da rechts sind links sind da mega viele Pokémon. Weg hier, Leute, weg hier. Nein, haut ab, haut einfach ab. Pikachu, einfach abhauen, einfach abhauen. Pikachu, ich hab dich doch auf, wir sind ein Team gesetzt. Und nicht, ich bin Kapitalist, ich mach alles alleine. Nein, du bist Kommunist, so wie wir. Was? Oh, nice, Checkpoints. Von hier an wird es richtig schwer. Wir müssen auf der Hut sein. Wir sind schon ganz schön hochgeklettert. Ich denke, bis zum Gipfel ist es nicht mehr weit. Das schaffen wir, Mike. Okay. Das machen wir heute noch, würde ich sagen. Mit der Cutscene am Ende. Aber wird hier noch ein Berg sein? Oh mein Gott, ein Finanter. Oh mein Gott, weg mit dir. Bitte weg mit dir. Hau einfach ab. Was willst du hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist meine stärkste Attacke? Ich glaube... Nee, Rasierwald nicht. Aber anscheinend mache ich es zweimal. Super. Da kommt noch ein Pokémon. Das greifen wir erstmal an. Zack. Nice. Du hast einen Stein. Das Ding ist weg. Ja, nehmt das Geld mal mit. Wir gehen mal hier lang. Da hinten ist ein Item. Da will ich kurz hin. Verdammt, hau ab, Mann. Boah, ey. Nice. Ist down. Oh Gott, das ist, oh mein Gott, wie viele Finuntos gibt es hier? Das ist die Weiterentwicklung von Schnäppke. Also die männliche Weiterentwicklung von Schnäppke. Es gibt noch eine weibliche Weiterentwicklung. Oder? Oder hat das was mit dem Item zu tun? Ich weiß gar nicht. Also ich habe immer gedacht, dass Finunto männlich ist. Ups, das habe ich gemacht. Lol. Mit dem rechten Stick kann man reindrücken, dann kann man sich hier umschauen. Okay. Leckt aber einfach hier etwas rum. Und dann, Frostedje ist dann doch weiblich, dachte ich immer. Vielleicht wecke ich es auch. Tempo-Orb. Erhöht für eine Weile das Tempo und sieht aus wie ein Dragon Ball. Geil. Das ist doch epic. Verdammt, hier ist ein leerer Raum. Außer halt das Geld, aber... Geld ist, regiert nicht immer die Welt, du. Jetzt gerade reagiert was ganz anderes in die Welt. Zum Teil auch Gengar. Deshalb schnell weg hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Maronbeere. Okay, cool. Oh nein, Hagel. Oh Gott. Weg mit euch. Haut ab. Verschwindet von hier. Da unten sind Items. Ein Samen. Ein Taubsamen. Warum denke ich auch immer, dass irgendwas Besonderes? Aber ab so einem Team zu haben, ist echt toll. Das kann ich ja auch mega entwickeln. Genauso wie ich. Also ich kann mich halt, wenn ich mich weiterentwickeln, mega entwickeln. Absol hat ja keine Weiterentwicklung. Zwei Volltreffer hintereinander, cool. Und Absol ist dann, hat ja keine Entwicklung. Amnesie. Okay. Als ob wir alles verfehlen, Mann. Oh, 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 oh. Das kann schlimm enden, du. Aber dann wird's nicht. Ich will hier lang weiter. Denn hier war auch richtig. Taubsam. Hier ist noch was Geld. Bitte greif nicht den Falschen an. Weck den nicht auf. Okay. E18. Es geht immer noch weiter. Und man hat voll geil meinen Strohstuhl gehört. Ist das nicht episch, Mann? Was, er steht immer. Ach so, Laser King steht dann immer noch weiter. Relaxo würde aber wahrscheinlich dann auch noch weiter schlafen. Weil, Leta King ist nämlich ein Faulenzer. Hat eine sehr, ist ein sehr starkes Pokémon. Aber hat halt sehr schlechte Fähigkeiten. Halt, dass es Faulenz und dass es manchmal einfach nicht angreift, weil es keinen Bock hat. Komm schon, lass mich an. Mann, verdammt. Ich bin fast tot. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Mhm, ich werde sterben. Ja, geh mal in die Sinelbeere. Ist eine gute Idee. Jetzt, wo ich im Kampf bin. Ich bin dir sehr dankbar, Pika. Ja, das bin ich tatsächlich. Bam! Nach links. Nein, nach oben. Nein, nach links. Nach links. Nach oben. Oh, ich hatte Glück.
Ja, kannst du machen. Ich glaube, jetzt kommt noch. Ich bin mir nicht sicher, aber kann sein, dass noch ein Boss kommt. Ich wüsste aber nicht gerade nicht, wer der Boss ist. Deshalb weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich muss nur noch nach schräg oben. Ich muss nur noch. Nein, ich wollte nach schräg oben. Warum bist du nach schräg? Ich habe extra. Ich spiele immer mit Steuerkreuz. Okay, egal. Durchgehen. Es geht noch weiter. Ich bin fast tot. Ich darf nicht sterben. Es gibt hier keinen Shop. Schade. Hier lang, nein, ist egal, hier lang. Oh nein, Absol bitte nicht. Wir sollten Absol helfen. Oh, verdammte Scheiße. Haben wir noch einen Belebersamen? Mm-mm. Ich bin kurz vorm Sterben. Das ist überhaupt nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh, ich hätte Absol nicht wiederbeleben sollen. Nichts gegen Absol, aber ich hätte das alleine machen sollen. Okay. Da kommt noch ein Pokémon auf uns zu. Da ist es. Bitte kommt das Pokémon unten auch nicht zu uns. Nee, es schläft, glaube ich. Ach so, meine AP sind leer. Verdammt. Igelsam ist sehr gute Attacke jetzt dagegen hier. Nice, nach oben. Dann nach links, würde ich sagen. Auch wenn da gerade ein Pokémon kommt. Da hatten wir das Layout hier nicht schon mal. Egal. Ah, danke für die AP-Auffüllung. Ja, nach unten. Frick. Friggity, frick, frick. Lass die in Ruhe. Was? Oh nein. Nein, Pikachu, nein. Ja, gib ihm die Maronenbeere. Wir müssen immer weiter. Immer weiter und immer weiter. Wir müssen das Ziel finden. Oh, hier ist das Ziel. E20! Es geht weiter! Oh, Hagel! Ihr wollt mich doch echt veräppeln, du. Oh, ein Flea-Orb. Der ist gut. Der könnte zumindest gut sein. Ich werde sterben. Ich habe nichts zum Heilen, glaube ich, oder? Hier ist nur eine Linkbox. Das ist nicht euer Ernst. Nichts! Nichts! Hier ist einfach nichts. Was soll das? Ich werde die Folge wohl schneiden müssen. Oh, Treppe, Treppe, Treppe. Yes, 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 yes. Wir sind angekommen. Endlich. Oh Gott, es ist kalt. Endlich sind wir da. Das ist doch der Gipfel, oder? Siehst du wohl nun irgendwo? Da sind sie! Mike und sein Team! Ah ja, da sind sie. Simsala! Wurde auch langsam Zeit. Endlich haben wir euch gefunden. Wegen euch mussten wir einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Nur die Ruhe des Potter. Endlich können wir die Sache abschließen. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Pika, nimm es mir nicht übel. Gnade ist mir nun mal ein Fremdwort. Mike, ich wollte nicht, dass es so endet. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Sinn und Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Und deshalb werden wir euch mit all unserer Macht bekämpfen, denn wir haben alle drei eine Mega-Entwicklung. Auf sie! Oh Gott, da müssen wir kämpfen. Oh. Ja, oh, verdammt. Halt, unterlass das auf der Stelle. Was? Was passiert da? Volnuna. Volnuna. Was? Volnuna? Das ist wirklich Volnuna? Dann ist die Legende also wahr? Euer Kampf ist jetzt zu Ende. Diese Pokémon sind meine Gäste. Bitte verrate es uns, Volnuna. Wer war der Mensch aus der Legende? Oder vielmehr, ist die Legende tatsächlich wahr?
Je nachdem, wie du antwortest, entscheide ich, was mit ihnen geschieht. Ob mein Flur für eine Legende gehalten wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Doch so wahr ich hier stehe, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch sein Partner Gardevoir schritt ein und bewahrte ihn so vor dem Fluch. Selbstlos ertrug sie die volle Wucht des Fluches, der eigentlich dem Menschen galt. Doch der Mensch erhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Später wurde dieser Mensch dann zu einem Pokémon. Und in der Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Spann uns bitte nicht auf die Folter. Wer ist denn nun dieser Mensch, von dem du sprichst? Mike? Sei unbesorgt, du bist es nicht. Moment! Was? Was hast du gerade gesagt? Mike ist nicht der Mensch aus der Legende. Was? Was? Huch, was passiert mit mir? Meine Beine zittern. Ich kann kaum noch laufen vor Erleichterung. Atmen. Ich muss atmen. Einatmen. Und ausatmen. Puh. Wow, einfach unglaublich. Wow. Oh, ist das süß. Da fehlt mir ein Stein vom Herzen. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Habe ich's mir doch gleich gedacht. Zu sowas wärst du gar nicht fähig. Da wäre noch etwas. Ich habe in der Tat vorausgesehen, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Der Mensch, der zu einem Pokémon wurde, hat jedoch nichts damit zu tun. Der Grund dafür ist ein anderer. Habt ihr gehört? Ihr habt euch alle geirrt. Ihr habt an Mike gezweifelt und eine regelrechte Herzjagd veranstaltet. Wir müssen uns bei euch entschuldigen. Es tut uns leid, dieser Gengar hat uns aufgehetzt, müsst ihr wissen. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Schließlich sieht Mike ja auch nicht wirklich heimtückisch aus. Es wäre zu schön, wenn ich euch das glauben könnte. Lasst mich eines sagen. Ihr habt meinen Respekt. Auf der Suche nach der Wahrheit habt ihr eine Reise voller Strapazen überstanden. Wirklich beeindruckend. Ist das nicht großartig? Ich war fest davon überzeugt, dass ich recht behalten würde. Aber, warum wurde Mike dann überhaupt zu einem Pokémon? Ich meine, wir wissen jetzt, dass er nicht der Mensch aus der Legende ist. Aber warum ist er dann jetzt ein Pokémon? Mike, wer bist du? Der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben! Die Erdkruste verschiebt sich. Diese Katastrophen nehmen immer größere Ausnahme an. Schlimmer noch, diese Erschütterung des Erdbebens. Sie könnten ein Geschöpf erwecken, das bisher ungestört tief unter der Erde schlief. Ich spreche von Groudon. Was? Groudon sagst du? Groudon? Groudon? Wer wird das sein? Ein legendäres Pokémon aus alten Mythen. Es soll einst die Landmassen geformt und die Kontinente vergrößert haben. Es lieferte sich einen vernichtenden Kampf mit seinem Erzfeind Kyogre, Pokémon Smaragd, und fiel im Anschluss daran in einen tiefen Schlaf. Sollten Groudons Kräfte entfesselt werden, würde Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir auch. Nein, bleibt hier. Groudon ist weitaus stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst das lieber uns. Sindula hat recht. Kehrt erstmal zu eurer Basis zurück und gönnt euch eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir besitzen schließlich nicht umsonst den Goldrang. Wir erledigen das und sind im Handumdrehen wieder zurück. Gut, dann gehen wir schon mal los und kümmern uns um Groudon. Und so machte sich Simsalas Team auf. Um tief in der Erde nach dem erwachten Groudon zu suchen. Mike und sein Team waren nun von allen Anschuldigungen reingewaschen. Sie konnten ihre lange und anstrengende Reise beenden und kehrten wohlbehalten und glücklich in ihre Retterteam-Basis zurück mit einem wunderschönen Soundtrack. Yes! Nice!